Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von. Oh, bin zurückgedächt. Night of the Dead mit dem Kreon. Hallo Yogi. Hallo Kreon. Wir Hallo. sind dabei, hier unser Häusle neu aufzubauen, unser neues Häusle. Hast du zufällig Steine? Ganz normale Steine? Kleine Steine. Nee, ganz normale Steine, also Steine. Ich habe kleine Steine, Felsbrocken, ja, Stein, 20 Stück. Oh, die bräuchte ich, weil die brauche ich zum Upgraden. Sind Weil gerade die die kann ich in. Treppe runtergerollt. Danke, danke, danke. Die kann ich nämlich umwandeln in Ziegel. Und davon brauchen wir ein paar. So. Frage: Willst du schon mal anfangen, Fallen aufzubauen? Eigentlich nicht, wir haben ja noch Zeit. Du Oder? meinst die Stampfer ums Haus rum? Zum Beispiel, also dass wir irgendeine Art der Verteidigung haben, außer uns selber. So, ich muss jetzt Steine Kompressor. einsammeln gehen für Ziegel. Ja, ich brauche dann Fallenmaschinen. Die sind oben in einer von den Kisten sind noch 7 Stück drin. Eins, Das hatte ich gesehen. zwei, drei, vier. Das ist ein kleiner Stein, das Sechs, ist auch ein sieben, Scheiße. acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Wir brauchen 15. 15 Stampfer können wir rund um das gesamte Haus machen. Nice. Das sind alles kleine Steine, die ich hier kriege. Das heißt, ich muss Steine schlagen. Außer oben sind noch irgendwo Steine. Das können wir natürlich auch mal kurz gucken. Bringst du dann die Fallendinger mit? Ja, ich sollte Platz im Inventar haben. Hast du auch Eisen? Explosionssicher werde ich nicht alles kriegen. Also Eisen Nein, und aber Stein ist ich mal brauche immer auch Eisen ein. für die Stampfer. Ein bisschen was haben wir noch. Oh, hier fallen gerade noch Sachen vom Himmel. Hast du auch alles eingesammelt, was dann noch auf uns in Ruine rumlag oder so? Letztes Mal ja, aber jetzt habe ich hier gerade noch mal Sachen fallen sehen, aber ich sehe tatsächlich gerade nichts mehr außer Füchse, die hier rumstehen. Hier ist nur Tierzeug drin, korrekt. Ich glaube, ich werde mal mit hochkommen und die eventuellen Überreste dann abbauen. Oh, ich habe noch 35 Steine gefunden. Nice. Da oben ist ein Puma? Oder ein Reh und ich sehe es nur von hinten. Ja gut, dann lasse ich dir die Fallenteile auch hier. Ja. Ach, das war der Vogel. Nein, 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 nein. Ich hasse das. Was war das? Ja, wenn du halt einmal angefangen hast mit dem Abbauen, ist es schwierig, Ach das so. wieder. Zu stoppen. Richtig. Wenn du den Hammer ausgewählt hast, machst du ja direkt alles. Oh, hier steht ein Zombie rum. Da sind die Fallenmaschinen. Pieks. Hier ist noch ein bisschen Pieks. Essen. Das ist auch Essen. Unser schönes Haus. Ja, war schon schön, ne? Jetzt sieht es halt aus wie so eine kleine Bunkerruine. Ich werde hier einfach jetzt mal alles abreißen, was nicht unbedingt benötigt wird. Jo. Sollen wir denn die Tische hier oben erstmal stehen lassen? Ja, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass wir nicht nur die Level-1-Tische brauchen, wäre das wahrscheinlich gar nicht so dumm, sie erstmal stehen zu lassen, bis ich jetzt hier gleich zumindest den ersten Teil geupgradet habe, in Anführungsstrichen. Ich weiß aber nicht, ob es nicht Sinn macht, sie dann auch dieses as soon as possible halt mit herzunehmen. Ja, später dann schon, aber ich meine jetzt, solange wir halt keine Tische haben. Ja, genau. Also deswegen erstmal stehen lassen macht wahrscheinlich schon mehr Sinn. Okay, die beiden Kisten lasse ich auch mal noch stehen.
Es fehlen Materialien. Auch noch mehr Ziegel hier, ey. Jetzt fehlt's an Ästen. Was kann ich denn hier? Äste machen? Aus Ranken. Ja, mach ich doch mal Äste. Gib mir Ziegel. Oh yeah. Das reicht zumindest schon mal. Mein Inventar ist voll. Jetzt muss ich hier diese Scheiße. Das kann man doch von unten bestimmt entspannter machen. Ja. Klappt doch ganz entspannt. Die sehen von beiden Seiten tatsächlich, glaube ich, echt gleich aus. So, was brauchen wir denn für... Nein, nicht Fußboden, nicht Treppe, Mauer mit Tür. Entschuldigung, Wand mit Tür natürlich. Klub. So, dann brauchen wir noch Wand mit Durchbruch. 1, 2, 3. Die Fallenmaschine kann ich wahrscheinlich auch hier oben machen, oder? 9. Ich glaube, du kannst die nicht machen, weil du die nicht erforscht hattest. Die kann nur ich machen. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, ist gut möglich. Weil die war an dem Tisch rechts von der Tür, wenn du innen im Haus stehst, soweit ich weiß. So. Sicher, dass wir jetzt direkt erstmal auf Stampfer gehen sollen, wenn ich vielleicht größere Waffen machen? Können wegen mir auch Pendel machen beispielsweise. Weil wir haben jetzt aktuell nur 5. Nur 5 Stampfer oder nur 5? Nur 7 Fallmaschinen. Also wegen mir können wir auch erstmal gerne Pendel machen. Also mir geht es vor allem darum, dass wir irgendwie diese Nacht überleben. Hast du Eisenbarren? Hab ich Eisenbarren? Ich habe 21 Eisenbarren einstecken, ja. Gut, ich bräuchte ein paar und ich bräuchte... Moment, das war das andere. Seile, glaube ich. Ja, und Seile. Eisenbarren und Seile. Ich leg sie dir mal hier vor die Truhe. So, hier. Okay. Weil irgendwie kann ich nicht so gut auf die Truhe zugreifen. Das wäre ja auch langweilig, wenn... Okay, ich brauche Ziegel... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, ich habe hier noch Ziegel. 41 15. Ziegel habe ich. Ja, ich brauche nur 30, das hört sich doch gut an. Habe ich dir in die Kiste reingetan. Hab ich die Seite mal wieder aufgehoben. Ja, ich hatte keinen Platz. Ich habe ja noch bearbeiteten Stein. Alles gut, alles gut. Eisenplatten. Zement zufällig? Ja, habe ich auch. Nehm ich auch. Hier liegt Zement. Nehmen. Sehr gut. So. Was war das dritte? Nägel brauchen wir. Haben wir auch. Ich nehme an, dann erstmal Pendel. Oder haben wir vielleicht noch besondere Waffen? Können einen Flammenwerfer hinstellen, sagst du? Ja, Flammenwerfer wäre gut. Hat man noch nicht, oder? Ich sag mal so, also feuerfest die Etage hier zu bekommen, das ist gleich abgeschlossen. Das ist das geringste Problem, sag ich mal. Dann gehe ich erstmal auf Pendel. Ah, wir können hier hinbauen, wo wir wollen. Wie ungewohnt. Ja, ich glaube, der Umzug war schon nicht schlecht. So. Ich würde gerne auch eine Verbindung machen von unserem Haus zum Pendel. Das ist auch gar kein Ding. Das können wir dann alles machen. So, hier wäre das. Zack. Wo hast du schon irgendwo geplant, wo eine Treppe hin soll? Nö, habe ich noch nicht. Also da bin ich noch offen. Dann plane erstmal die Treppe ein, dass ich nämlich von da aus eine Verbindung zum Pendel machen kann. Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, dass du die Verbindung automatisch auf die zweite Etage machen kannst.
Ja, aber ach so, ja, können wir auch machen. Also, weil mir ist jetzt erstmal wichtig, dass ich hier die Etage so sicher wie möglich Oh. kriege. Wie wäre es denn, wenn wir hier an den kurzen Seiten des Hauses jeweils einen Pendel hinstellen? Ja, das hört sich doch gut an. Dann brauchen wir nämlich dafür auch keine Stampfer. Wie sieht denn dein Astverhalten gerade aus? Moment. Ich habe 15 Äste dabei. Ich weiß nicht, ob man für die Pendel welche braucht. Nee, behalte ich. Ich hole mir selber auch noch Nee, extra. brauche ich auch. Bräuchte ich keine, also. Sicher, dass keine mehr in den Truhen sind? Also hier unten habe ich jetzt keine gesehen. Und ich gehe auch davon aus, dass oben auch nicht mehr wirklich was war. Wieso darf Ob ich dich das jetzt hier nicht hinbauen? richtig Hier? oder falsch ist, ist die andere Frage, aber... Liegt es vielleicht am Snappen? Ah, wenn's. Du willst da nichts mehr sonst dran bauen. Also ich kann jetzt hier anschließend machen. Also von der Breite, ich würde jetzt weder breiter, ich würde jetzt nur noch in die Höhe gehen tatsächlich. Okay, dann setze ich hier und auf der anderen Seite jeweils ein Pendel hin. Also außer du sagst mir jetzt, es gibt irgendeinen guten Grund, warum wir irgendwie in eine Richtung noch sollten, dann klar, gerne. Nö. Aber und ich würde tatsächlich auch diesmal eine Kochstation mit nach oben tun, wenn man sagt, man baut eh oben Obst, Gemüse und so an. Ja. Brauchten wir für irgendwas Ranken? Ich glaube, wir brauchen sau viele Ranken. Ich weiß aber nicht mehr für was, weil wir haben hier noch über 100 Ranken und Ranken kann ich in Äste verwandeln und Äste brauche ich. Das, Dann nimm mal einen Teil vielleicht. Ja, ich habe jetzt ja auch erstmal wieder 10 Äste geholt, so ist es nicht. Aber nicht, dass ich die jetzt hier unnütz aufhebe und wir nachher Ranken brauchen, doch eh keine Sau. So, Pendel stehen. Und dann vielleicht vorne neben den Treppen oder an der Vorderseite allgemein vier Stampfer. Und wenn nur noch die Rückseite. Oder wir setzen hier vorne auch noch ein Pendel quer. Das könnte man auch machen. Nur irgendwas fehlt mir für Pendel. Was fehlt mir denn? Jetzt kommt der Ranken. Seile und Holz. Das Kannst du sind schon Holz Holz. bearbeiten? Ja. Ja, können wir umwandeln in Bretter und alles. Ach, scheiße, ich brauche Zement. Was brauche ich jetzt wieder für Ah, wir haben hier Holz. Dann nehme ich hier mal so. Nein. Zement brauchte ich. Ah, Also. einfach nur Felsen. Das ist doch gut. Hast du auch noch Seile? Sollten eigentlich noch in der Truhe auch Ah sein. ja, I see. Nehme ich mir mal die Hälfte raus. Ja, gönn dir. Dann mache Ich ich glaube, vorne Seile und brauche ich. hinten jeweils ein Pendel hin. Ich glaube, Seile habe ich eh nur für die. Oh, jetzt fehlen mir hier wieder Felsbrocken. Für die Grundmauern gebraucht. Also brauche ich erst wieder oben sozusagen. Dann haben wir erstmal rundherum Pendel. Die Truhe hier steht echt bescheiden, die im richtigen Winkel zu bekommen. Ich will nur sagen, du hast die gebaut. Ich weiß. Soll ich das hier mittig? Nee, wir machen so, dass jedes Eck beschützt ist, oder? Ja, schon, oder? So, von der Grundidee. Dann würde ich hier Licht jetzt noch einen mit. Stampfer hinmachen. Oder wir machen hier sogar noch ein Pendel hin. Noch ein Pendel. Machen wir noch ein Pendel hin. Scheiß drauf. Denk dran, wir brauchen Äste zum Nachladen. Ja, wir werden ein paar Äste sammeln müssen. Holzbretter und Seile brauche ich. Sollte nach wie vor beides kein Problem darstellen. Dann jetzt wirklich rundherum einmal Pendel. Wie war das mit dem Boden nochmal? Warum, wie musstest du die zweite Etage bauen? Was genau meinst du? Ich habe jetzt hier Boden, den kann ich aber auf der zweiten Etage so nicht einfach platzieren. Ich meine, das würde gehen. Oder wäre gegangen. Okay. Okay, dann,
Und vielleicht fehlt mir auch Material, das kann natürlich auch sein. So, und hier vorne noch ein Stampfer direkt daneben. Nee, eigentlich habe ich alles. Mir fehlen wieder Seile. So. Ein Kompressor. Der passt. Eigentlich bräuchten wir sogar zwei. Ah, die Ecke. So. Willst du jetzt mal rundherum gucken? Ja, finde ich so schon mal sehr nice. Und hier stellen wir einen Flammenwerfer dazu, sagst du? Ja, genau hier zwischen. Hier würde ich einen hinsetzen. Hier. In alle vier Ecken. Ich würde einfach mitten in unser Haus setzen. Oder das, dann würde es rausschießen. Wäre auch nicht so dumm. Was mich etwas irritiert, ich kann die Fallen aktuell nicht angucken. Ich auch nicht. Ich muss einmal draufhauen, dass ich sie reparieren kann, dann geht das. Okay, das heißt aber auch, man kann die nicht upgraden. Nee, upgraden ging sowieso nicht. Ja, also das heißt, wir kriegen die zum Beispiel, würden wir nie flammenfest kriegen. Ich würde die Flammenwerfer außerhalb machen. So ja, das sowieso. Also ich will da eigentlich auch mal testen, wie das ist, wenn ich einen Flammenwerfer mache und den auf eine Stelle stelle und zwei Wände halt feuerfest mache, ob er dann halt nur in zwei Wände schießt oder ob der halt durch die Wände durchschießt und in den Wänden nichts passiert. Wie wär's denn, wenn wir hier im Abstand, in einem größeren Abstand um unser Haus rum, einfach in vier Ecken jeweils Flammenwerfer mit ein bisschen Munition reinmachen? Ja. Weil ich meine, dann würde ja vom Weiten, sobald was kommt, es direkt weggebrannt werden. Ja. Zumindest in der Theorie. Sag mir mal einen Mensch, warum ich den Scheiß hier nicht platzieren kann. Weil du nicht in der Lage bist. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich storniere es einfach mal. So, jetzt ist natürlich die Frage, Eisen werden wir nicht in der Menge haben, dass wir hier alles explosionssicher machen können. Kommt darauf an, wie viel du brauchst. Ja, ich werde allein für den Boden wahrscheinlich 3 plus 5 sind 8 und 1, 2, 3, 5 mal 3 sind 15, 8 mal 15 30, 60, 120 brauche ich allein für den Boden. Nee, haben wir nicht. Habe ich befürchtet. Wobei ja die Mitte erstmal irrelevant ist. Ja. Das dachte also wichtig ich ist ja außenrum. Brauchen wir für irgendwas aktuell Eisen? Maximal für Fallen. Also die andere Frage ist auch, ich würde tatsächlich gerne es doch durchaus gerne schaffen, hier eine zweite Etage drauf zu bauen und ich krieg's einfach nicht hin. Hast du das Snapping aus? Ich weiß nicht, ob ich es aus oder an habe, sagen wir es mal so. Dann drück mal Alt, wenn du da ansetzen willst. Ja, aber mit wäre besser, oder? Also ich konnte nur ohne Snapping außen die Fallen so nah ans Haus bauen. Okay. Im Prinzip haben wir hier sogar schon perfekt den Weg. Wir können hier drauf rumlaufen. Das ist schon mal nice. Das heißt, wir können von oben immer nachladen. Warum kann ich denn jetzt nur... Ich kann das halb in das reinbauen, könnte ich es, aber jetzt habe ich es halb reingebaut. What the fuck? Würdest du mir diese eine Wand wieder abbauen? Also ich könnte... Hier kann ich setzen. Ich kann die jetzt auch wieder abbauen.
Also die mittlere da. Die auf der Genau die. Stehe. Genau. Du kannst auch gerne hier setzen. Also, weil, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum ich das nicht hinkriege gerade. Weil ich würde gerne dann halt einmal ein Kochding draufsetzen, dass wir da oben schon mal unsere Kochnische auch haben. Ja, das ist manchmal echt Weil. eine Geschichte hier. Ein paar Bretter, dann können wir hier noch ein, zwei Truhen hinklatschen, schon mal. Nützlichkeit. Also hier von der Seite habe ich hier kurz das Ding bekommen, dass ich es ansetzen kann. Ja, ich hatte es auch mal kurz, aber dann ist wieder. Oho. Sieht zwar nicht 1A, aber das ist egal. Hauptsache es sitzt. So, ich mache jetzt mal hier schon Truhen für Plastik, eine für Eisen, eine für Steine. In Anbetracht dessen, dass es Upgraden Eisen kostet, würde ich das Upgraden auch aktuell erstmal unterlassen. Ja. Von den Truhen und lieber halt. Da sind Steine drin. Jetzt fehlt mir ein Material. Was fehlt mir denn jetzt? Seile fehlen mir. Habe ich 18 Stück, lege ich dir hier hin. Oh, wir haben Liegen Besuch. auf. Der wurde schon zerg. Wow, hier drin ist der Besuch vor allem auch. Ja, der ist gerade reingekommen. Junger Mann, komm, wir gehen mal wieder raus. Er ist tot. Sehr gut. Weil ich bin auch fast gucken. Generell so. Wir brauchen Seile. Habe ich dir auf die Truhe gelegt. Ah, Also nicht in, Dankeschön. sondern auf. Bitte. Ja, ich gesehen. So, hier habe ich Plastik drin. Da können wir das noch reinschmeißen, das noch reinschmeißen. Ich habe es nur noch mehr Seile einstecken. So ist es nicht. Ne? Also in der Holztruhe liegen jetzt Seile. Eisentruhe haben wir noch nicht. Ne? Hier habe ich gesagt, haben wir Stein. Wenn ich es denn schaffe, die Truhe anzuvisieren. Da machen wir. Ach, hier haben wir. Machen wir hier Eisen rein. Komm, eben war wieder das Ding da. Hier geht's. Das komplett saubere Bauen ist aber wirklich schwer, finde ich. Ja, und also ich dachte eigentlich so mit sowas wie diesem Snap, ja, könnte man da die krassen Snaps Ich machen. glaube aber, da hättest du alles, muss man alles von Anfang an richtig snappen. Es kann natürlich sein, dass der Welt auch ein Crit unterliegt und nur wenn man nach diesem Crit baut, das auch funktioniert. Ich Gut, hoffe, aber. dass dieser kleine Abstand hier jetzt nicht zu tragisch wird, um da was zu bauen. Dürfte aber nicht. Ja, ich bin ja auch kein Dachdecker, von daher. Eben. Ich wollte eigentlich nicht den. Ach so, die Schlafsäcke kann ich natürlich auch nicht abbauen. Dürfte ich dich bitten, das, was hier oben an Wänden noch ist, noch mit abzuholzen? Ja. Aber ich glaube, die sind nur Stein tatsächlich, die Wände. Die Fundamente wären natürlich noch geiler, aber steht halt noch was drauf. Ja, aber so viel ist in den Kisten auch nicht mehr drinne. Also, ich denke, wenn wir die Kisten lösen, dann können wir das mitnehmen soweit. Ja, das ist natürlich auch eine Option. Ich räume nur einmal ganz kurz hier mein Inventar einigermaßen leer. So, dann mache ich nämlich die beiden. Also einfach, dass wir das Eisen aus den Dingern haben. Alles nehmen. Klappt doch. Und die Schlafsäcke könntest du natürlich mitbringen. Ich habe jetzt einfach mal nur mehr oder weniger reingemüllt. Ja, das ist ja absolut in Ordnung.
Steht noch ein Zombie am Berg rum. Ich ignoriere den jetzt einfach mal. Ganz entspannt. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon sowas von vorbei. Siehste mal. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, unsere Häusle hordensicher zu bauen. Bleibt gesund. Ich habe keine Energie mehr. Bye, bye. Auf Wiedersehen.